Hallihallöchen und herzlich willkommen zurück. Warte mal kurz. Herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Und, an den Tagen, zwischen den Tagen. Ich mache erstmal hier kurz wieder so. Und dann sollen wir pennen gehen, bevor jetzt die ganzen Monster spawnen. Ja, ich nehme das Ganze auf am 26. Dezember, deswegen seht ihr noch die ganzen schönen Truhen hier stehen. An den Tag zwischen den Tagen. Es sind jetzt auch nur noch die letzten 10 Folgen bis zur nächsten Staffel. Boah, ist das laut hier. Mensch, seid doch mal ein bisschen leiser. So, und ich würde gerne beginnen damit, die Kühe nochmal ein bisschen zu vermehren, dass wir da einfach noch ein bisschen Fleisch generieren können. Und ein bisschen. Die können auch schon wieder, ne? Ne, die können nicht alle. Ah, verdammt. Da war ich zu voreilig. Das sollten wir später machen. Und ich habe mir gedacht, gedenkt, wie auch immer. Ich würde gerne nochmal ein kleines bisschen. Eine kleine Erkundungstour machen jetzt an diesen Tagen. Und deswegen, wir haben ein Bett dabei, wir haben ein Boot. Wobei, da würde ich sogar unser Chestboot nehmen. Das heißt, das andere Boot lasse ich jetzt einfach mal. Ach komm, das geben wir mal hier wie heißt der jetzt? Luke Eider. So, du behältst mal kurz mein Boot. Alles andere, was wir dabei haben, ist auch sinnvoll dabei zu haben. Und ich würde dann einfach mal das Chestboot nehmen. Das dürfte leer sein. Denn ich habe mir gedacht, so eine kleine Erkundung, die wäre gar nicht schlecht. Wir haben jetzt ja in die Richtung schon viel erkundet. Da hinten in die Richtung würde ich gerne später nochmal gehen. Was ich mir dachte, wo wir vielleicht wirklich mal was anderes treffen, ist, wenn wir jetzt einfach mal geradeaus aufs Meer rausfahren. Deswegen machen wir das doch heute einfach mal. Ich bin schon ganz, ganz gespannt. Ich hoffe, wir haben jetzt nicht einfach nur eine Folge lang mehr und das war's. Das wäre ein bisschen langweilig. Da hinten, ist da hinten Land? Oh, guck mal, ist hier ein Schiffswrack, ne? Ach, krass. Erstmal auftauchen. Ach, das war die Kiste. So, ist da unten noch was? Mal gucken. Da ist noch eine Kiste, sehr schön. Ein Emerald, Iron Nuggets. Ja, guck mal, das lohnt sich doch, ne? Ich glaube, das war's dann auch. Oder ist da... Ach, das ist ein Schiffswrack, was auf der Seite liegt, ne? Einmal gehe ich noch runter, aber das müsste... Genau, da war eine Chest drin, da war eine Chest drin. Ah, das sollte es gewesen sein. Ach, cool. Was ein Anfang auf unserer Erkundungstour. So, dann packe ich mal den ganzen das ganze Zeug. Mir ist gerade kein schönes Wort eingefallen. Hier rein. Buried Treasure Map. Das könnte wieder Richtung Haus sein. Ich meine, wir müssen in die Richtung. Das bringt uns gerade gar nichts. Dann packe ich die auch mal weg. Guck mal, das Land, ne? Ist da ein Dark Forest oder was ist? Nee. Nee. Ey, was ist das denn? Da. Warte, da muss ich mal, ups, nicht so, so. Da muss ich mal ganz kurz irgendwie was. Ja, das passt jetzt nicht dazu. Passt jetzt auch nicht ganz vielleicht, aber. Alter! Das ist jetzt aber. Ey, wie groß sind die Inseln hier? Hätten wir eigentlich Weizen gebraucht, ne?
Ja, so eben außerhalb der Rennerdistanz, würde ich sagen. Alter! Ja, wie ihr merkt, ich bin geflasht, komplett geflasht. Gut, das merken wir uns jetzt mal. Ich fahre jetzt erstmal weiter. Da möchte ich hin, wenn ich Weizen mitnehmen kann, wenn ich Kühe mitnehmen kann. Die holen wir uns rüber. Also, das ist ja. Guck mal, da hinten ist auch Land. Guck mal, da ist auch Land. Da. Ey, was ist denn das für eine Map? Huhuhu. Und direkt hier mit Bambus und Junglewood. Und es. Drei Holzsorten auf einem Haufen. Ey, ich glaub's nicht. Unglaublich. Oh, da ist ein bisschen Kelb verschütt gegangen. Warum auch immer. Ja, ich würde sagen, ne? Die Erkundungstour hat sich doch schon gelohnt. Ja, sorry, aber das bin ich jetzt. Also da bin ich jetzt. Das ist auch wieder so eben außerhalb der Render-Distance, ne? Oder noch so eben in der Render-Distance? Wie auch immer. Ja, da nehmen wir uns auf jeden Fall ein, zwei Dark Oak-Bäume mit. Da müssen wir nur aufpassen, dass wir da in Zukunft dann auch wirklich immer drauf achten, dass wir das alles so, nur eine normale Erkundungstour hier, ne? Ey, das ist ja. Ja, es ist alles immer so eben außerhalb der Render-Distance. Verrückt. So viel neues Holz. Ja, das ist ja der Jackpot. Fehlen jetzt nur noch Acacia. Fehlt nur noch Acacia Wood, glaube ich, ne? Der Rest müsste doch. Das ist Fortune, ne? Ich weiß nicht, wofür dann Fortune ist. Ob das auch für Saplings ist oder ob das nur für Stickies ist. Ach komm, ich lasse die mal natürlich degenerieren. Ja, da werden wir hier auch nochmal neue anpflanzen, wenn wir dann später mal genug Saplings haben. Ich glaube, hier kommen wir vielleicht häufiger mal hin zurück. Ich glaube, das ist eine ganz nette Umgebung hier. Wir brauchen halt jetzt nur genug Saplings daraus. Bitte. Komm, den hier nehmen wir auch nochmal mit. Aber eigentlich müsste Fortune doch auch helfen, Saplings rauszukriegen, oder nicht? Dachte ich zumindest. Ich meine, das könnte ich jetzt mal kurz googeln oder ihr sagt es mir beim nächsten Mal. Aber dann ärgere ich mich auch schon wieder. Ich versuche hier mal, bis der erste Sapling kommt. Da kommt kein Sapling. Da kommt ein Sapling. Ja, ich habe keine Ahnung. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, ob das was jetzt bringt oder nicht hier. Wir haben zwei Saplings. Ah, wir brauchen noch. Ich hätte gern 8 hier raus aus den zwei Bäumen. Das muss ja auch sich sinnvoll lohnen, ne? Ich nehme mal hier das normale Oakwood mit. Dann können wir nämlich hier so machen. Und so machen. Und so machen. Dass das gleich alles natürlich regenerieren kann, ne? Oben müsste ich nochmal hinkommen. Da komme ich aber so nicht hin. Ja, dann hoffen wir jetzt einfach mal, dass wir da genug Saplings rauskriegen. 3 haben wir. Da ist ein Apfel. Da kommen wir jetzt nicht mehr dran. Vierten haben wir schon mal. Okay. Gut, den Pilz brauchen wir jetzt nicht. Bambus. Hui. Ja, da können wir noch eine Bambusplantage irgendwo aufbauen. Ich will hier jetzt auch nicht zu viel mitnehmen, ne? Weil ich natürlich auch Angst habe, dass wir dann hier die Umgebung so ein bisschen verschändeln. Ist ja immer so das größte Problem quasi. Dass man ganz schnell die Umgebung unschön hat.
Gut. Also so, jetzt gerade habe ich nicht das Gefühl, dass die Fortune-Spitzhacke irgendwas bringt. Die Fortune-Axt. Und wir müssen gleich schon pennen gehen. Wie viel Bambus haben wir denn? 28. Ach komm, weißt du was? Dann machen wir doch hier noch Folgendes mit dem Bambus. Das ist ja echt einfach. Zack, zack und zack. Und da habe ich Melonen gesehen. Silk Touch. Da würde ich jetzt nicht alle mitnehmen. Aber damit wir unseren Vorrat schon mal ein kleines bisschen aufbauen können, nehme ich mal hier so die Hälfte mit, ne? Ups, nehmen wir die noch mit. So, ich glaube, das ist okay. Dann den Bambus hier noch. Zack, direkt wieder anpflanzen. Und dann müssen wir gleich pennen gehen. Dann können wir hier den einen großen Dingensbaum noch mitnehmen. Dann ist, glaube ich, gut. Das hier sind nur Birch Saplings. Also wir haben gerade mal 5 Dark Oak Saplings rausgekriegt. 6 Dark Oak Saplings. Wir bräuchten eigentlich 8, damit es überhaupt auf dem gleichen Level bleibt. Ah, ich gehe mal ganz kurz pennen. Oh, dann gehe ich mal ganz kurz aus dem Fenster raus und da müsst ihr jetzt mal ganz kurz, ich gucke das jetzt mal ganz kurz nach hier, ne? Was steht denn da? Okay, anscheinend hilft Fortune 3. Und zwar soll es die Chance verdoppeln. Ich habe mal kurz das Bett weg erstmal. So. Wir haben ja jetzt nur 6 rausgekriegt aus theoretisch 8. Ich würde jetzt einfach mal. Oh. ich würde jetzt einfach mal, guck mal, hier ist ein Doppelbaum, ne? Ah, den würde ich schon fast gerne stehen lassen. Was ist denn das hier? Ein Dreifachbaum oder was? Okay. Ne, die sehen so schnuffelig-knuffelig aus, die würde ich gerne stehen lassen. So, versuchen wir das mal hier. Ich baue mich hier mal hoch. Und dann probieren wir das mal aus, wenn ich mich hier hochbaue, dass ich die Blätter jetzt quasi manuell abbaue und mal gucke, wie viele Saplings wir da jetzt rauskriegen. Das war ein Stick. Mal gucken, ob es was bringt. Wir haben ja noch ein paar Dark Oak Bäume hier. Ich habe nur Angst, dass es gerade wirklich nichts bringt. Dann wäre das nicht so dolle. Da ist der erste Sapling. Da der zweite Sapling. Okay, vielleicht hilft es doch. Dann brauchen wir doch bald eine. Dann können wir uns bald eine Diamond Hoe machen und so. Wir haben schon 10. Ich glaube, das sind schon 4. Das dürfte jetzt schon wieder noch eine gewesen sein. Gut, in der Geschwindigkeit, das wäre natürlich, das würde sich natürlich lohnen. Dann wissen wir auch, wie wir die farmen können, wenn wir die mit nach Hause nehmen. Ja, das ist deutlich effizienter, glaube ich. Also das ist der dritte Baum, den wir abbauen. Und dadurch, dass wir den jetzt komplett mit Fortune abbauen, haben wir jetzt so viele Saplings, wie wir aus den 3 Bäumen hätten kriegen müssen. Obwohl das meiste wirklich aus diesem einen Baum jetzt stammt. Da ist noch einer rausgekommen. Sehr schön.